In der Fressgasse mit dem Frankfurt-Kenner Andreas Rust. Und vielleicht die erste Frage, als ich hier nach Frankfurt kam, über den Hauptbahnhof, da ist viel los, da ist gebaut worden, aber das sieht aus wie die dritte Welt. Ist das so gewollt, ist das jetzt hier Multikulti oder wollt ihr keine Gäste in Frankfurt haben? Doch, ich habe ja in meiner Zeit, als ich Stadtverordneter war, schwer dafür gekämpft, dass hier nicht nur Menschen, die am Flughafen ankommen oder Menschen, die Auto anreisen, sondern auch Menschen, die am Hauptbahnhof ankommen, gut ankommen. Ja? Wir haben ein schönes Gebäude am Hauptbahnhof, was repräsentabel ist, ja, was man vorzeigen kann, was auch Frankfurt zeigt. Drumherum ist Drogenwüste. Und ich sage jetzt mal, unter der Oberbürgermeisterin Roth hat die CDU ihre eigene Drogenpolitik verändert, indem sie damals, waren ja viele Heroinabhängige, die auf der Straße rumgelegen haben, in Drückerräume reingeschaut. Das waren die Seitenstraße teilweise? Ja, genau. Und dadurch hat man natürlich dafür gesorgt, dass es besser wurde, freier wurde. Die Junkies wurden sauber versorgt, haben nicht auf der Straße sich die Spritze gesetzt, AIDS bekommen, alle möglichen Krankheiten, lagen da rum, sondern waren in den Drückerräumen. Die Ordnungskräfte, also Ordnungsamt, aber auch die Polizei, haben immer die kontrolliert, die eben nicht reingegangen sind. Also ist ein Druck entstanden, auch dort reinzugehen, in die sogenannten Drückerräume. Die Stadt Frankfurt am Main müsste heute, um das Crack-Problem zu beseitigen. Und Crack ist natürlich eine ganz andere Droge, ja. Es ist schnell. Und die Menschen werden offensichtlich mit dem Crack aggressiv. Müsste sie die Stadt Gebäude aufkaufen und dort die Crack-Abhängigen hineintun. Wenn ich mal fragen darf, das mit der Oberbürgermeister Roth ist ja jetzt schon länger her. Das heißt, es gab dann den Herrn Feldmann als Oberbürgermeister und man hat aber den Eindruck, das ist eher schlechter geworden über die Jahre statt besser. Also klar, Crack, dann sind die Leute aggressiver und sehen verkommene oder runtergekommene aus, aber das ist doch kein Zustand. Gut, das ist kein Zustand. Man kann jetzt, will auch die Stadtregierung in dem Punkt nicht verteidigen. Es ist deswegen schlimmer geworden, weil natürlich nichts gemacht wurde. Es spricht sich ja dann unter den Drogenabhängigen herum. Die nutzen das aus, nicht umsonst wird es ausgenutzt. Frankfurt wird dadurch eine Drogenzentrale. Die finden das gut und dann kommen die natürlich hierher. Allein die Ordnungskräfte einzusetzen, wird nicht funktionieren. Wie ist denn das, wenn das Entscheidende ist ja der Wille im Magistrat, also die politischen Vorgaben. Wie schätzt du die Stadtpolitik an? Also du bist ja, wie gesagt, hier Frankfurt einmal als Stadtverordneter unterwegs gewesen. Du kennst ja als Frankfurter Bub sozusagen auch die Verhältnisse im Römer. Wie ist denn da die Politik im Augenblick zu diesem Thema beispielsweise? Ich würde sagen, die Koalition ist intern sich nicht einig und da liegen die Schwierigkeiten. Einer, in dem Fall der Oberbürgermeister, muss letztendlich durchgreifen und versuchen, der Koalition zumindest einen vernünftigen Konsens, keinen Minimalkonsens, sondern einen vernünftigen Konsens herbeizuführen, dass man die ersten Schritte draußen auch sieht. Es war ja jetzt schlimm bei der Europameisterschaft, um irgendwas bunt anzumalen und dasselbe Problem zu haben, nützt ja nichts. Es war reine Kosmetik. Man musste an der Wurzel packen, das Problem, und dann letztendlich auch den Menschen dort helfen. Nur so wird es funktionieren. Mehr Sozialarbeiter, aber auch Gebäude, Räume, wo sie hingehen können. Natürlich werden auch andere angezogen, aber dann müssen die Ordnungskräfte wieder in die Tat einschreiten und etwas tun und unternehmen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, es funktioniert nicht allein, es muss konzertiert sein. Vielleicht die letzte Frage, Kommunalwahl ist ja nächstes Jahr, in ein oder zwei Jahren, wie sind denn da die politischen Mehrheitsverhältnisse in Frankfurt? Das ist ja auch ein bisschen aufgesplittert, würde ich mal sagen, also wird ja ein Kompromiss am anderen geschlossen, aber gerade in dieser Frage der inneren Sicherheit gibt es da eigentlich mal eine Mehrheit, sagen wir mal, der Mitte oder was auch immer, die sagt, das kann so nicht sein. Ne? Frankfurt war über viele Jahrzehnte eine linke Stadt, bis Walter Wallmann kam. Dann ist sehr viel aufgeblüht. Frankfurt zehrt auch von vielen Dingen heute noch. Nicht nur die alte Oper, die in der Nähe sitzen, Fressgasse, die Bürgerhäuser, dem Museumsufer von der Politik Wallmanns, die gemeinsam mit der SPD, mit Professor Hoffmann umgesetzt hat, in einem multikoloralen Magistrat, wie Wallmann das genannt hat. Und eigentlich müsste man nur diese Wallmann-Idee aufnehmen und das im Magistrat umsetzen. Alleine durchsetzen, eine Position wird nicht gehen in Frankfurt. Das war Andreas Rust, der Frankfurt-Versteher hier auf der Fressgasse. Danke.